Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit über die Vergabe von Presseplätzen für den NSU-Prozess um Neonazimorde macht jetzt die Politik verstärkt Druck. Bundestagsabgeordnete fordern vom Münchner Oberlandesgericht, türkischen Medienvertretern doch noch sichere Plätze zu geben. Zuvor hatte das Gericht eine Panne beim Akkreditierungsverfahren eingeräumt. Manche Medienvertreter wurden über den Start des Vergabeverfahrens später informiert als andere. Die türkische Zeitung Sabah will die Akkreditierung vor Gericht durchsetzen. Die Zeitung Sabah. Werden ihre Journalisten im NSU-Prozess doch noch einen festen Platz bekommen? Bislang haben das 50 andere Medien. Sabah ist auf der Akkreditierungsliste die Nummer 75. Gegenüber dem Bundesverfassungsgericht hat das OLG München nun bestätigt, dass Sabah die E-Mail zum Beginn der Anmeldung wegen technischer Probleme nicht, wie die meisten Medien, um kurz vor neun, sondern 20 Minuten später bekommen hat. Kritik des DJV in Richtung München. Das macht das Verfahren völlig unmöglich und deshalb fordern wir, dass es eigentlich eine Neuakkreditierung geben müsste. Chancengleichheit, ein Aspekt beim Eilantrag der Sabah in Karlsruhe. Und kann eine Rechtspflicht bestehen, ein festes Kontingent für ausländische Medien vorzusehen, wegen des spezifischen Interesses? Juristisch ist das bislang nicht geklärt. Heute haben insgesamt 55 Bundestagsabgeordnete unterschiedlicher Fraktionen an das Münchner Gericht appelliert. Es war im Vorfeld bekannt, dass es ein riesen öffentliches Interesse weltweit für diesen Prozess gibt. Und deshalb bitten wir ein Gericht darum, im Rahmen der geltenden Gesetze nochmal zu prüfen, ob es nicht möglich ist, den auch türkisch- und griechischsprachigen Medien einen Platz im Verfahren einzuräumen. Die Appelle der Politik an das Münchner Gericht häufen sich. Selten waren sie so massiv wie vor dem anstehenden NSU-Prozess. Nun steht in Karlsruhe die erste juristische Bewertung der Akkreditierung von Journalisten an. Eine Entscheidung wird noch in dieser Woche erwartet. Wenige Tage nach dem Kompromiss zur Atommüll-Endlagersuche gibt es erneut Diskussionen. Die Atomindustrie sperrt sich gegen Mehrkosten durch die neue bundesweite Endlagersuche und schließt eine Klage nicht aus. Zudem ist ungelöst, wo der Atommüll bleibt, der von 2015 an zwischengelagert werden muss. Bundesumweltminister Altmaier hat offenbar Schleswig-Holstein im Blick, das die Last aber nicht alleine tragen will. Wird Brunsbüttel zum großen Zwischenlager für Castor-Behälter mit Atommüll? 21 Castoren muss Deutschland aus dem englischen Sellafield zurücknehmen. Brunsbüttel liegt nah am Transporthafen, aber die Landesregierung will nicht alle Behälter aufnehmen. In Brunsbüttel, und ich nehme an, das gilt auch für andere Standorte, gibt es Umbaumaßnahmen, die die Sicherheit des Zwischenlagers verstärken sollen. Und die reduzieren den Platz erheblich, sodass auch rein rechnerisch nicht alle Castoren aus Sellafield nach Brunsbüttel gehen könnten. In einem Brief vom letzten Montag hatte der Bundesumweltminister noch Brunsbüttel als bestgeeignetes Zwischenlager für alle Castor-Transportbehälter bezeichnet. Wegen des kurzen und sicheren Wegs. Heute gibt sich Peter Altmaier zurückhaltender. Ich werde mit den Betreibern reden, ich werde mit den einzelnen Bundesländern reden, die Zwischenlager haben. Und ich bin überzeugt, wir werden bis zur Verabschiedung des Gesetzes eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt. Baden-Württemberg würde 5 Castoren aus dem französischen La Hague in Philippsburg aufnehmen. Platz wäre auch im benachbarten Biblis, aber die hessische Landesregierung lehnt dankend ab. Es wäre vollkommen unsinnig, wenn über den Seeweg dann nochmal quer durch das ganze Land Atommülltransporte bis nach Biblis durchgeführt würden. Auch um den Salzstock Gorleben wird weiter gestritten. Die Atomindustrie will kein Geld für alternative Endlagersuche zahlen. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Nachweise, die gegen die Eignung von Gorleben sprechen. Man sollte erstmal Gorleben zu Ende bringen, bevor man alternative Suchen anfängt. Die vorgestern demonstrierte Einigkeit zum vertrauensvollen Neuanfang der Endlagersuche steht heute schon vor ernsthaften Belastungsproben. Die europäischen Behörden sind einem weiteren Fleischskandal auf der Spur. Ein niederländischer Großhändler soll bereits seit etwa 2 Jahren große Mengen falsch gekennzeichneten Rindfleisches in andere EU-Staaten verkauft haben. Möglicherweise enthält es Pferdefleisch. Beliefert wurden auch Betriebe in Deutschland. Die EU-Kommission gab eine Warnung heraus und forderte alle Mitgliedstaaten auf, verdächtige Produkte aus dem Handel zu nehmen. Verriegelt.
Diesen Betrieb ließen die niederländischen Behörden schließen. Seit 5 Wochen fahnden Kontrolleure EU-weit nach Pferdefleisch. Dabei geriet der Großhändler in Verdacht, Ware unter falschem Etikett verkauft zu haben. Die holländische Lebensmittelaufsicht verständigte die EU. Das Fleisch wurde in 16 EU-Länder geliefert, insgesamt 50.000 Tonnen. Es war als Rindfleisch deklariert, enthielt aber vielleicht Pferdefleisch. Die Kontrolleure hätten eine umfassende betrügerische Kette rund um den dicht gemachten Fleischgroßhändler aufgespürt. 124 Betriebe seien auch in Deutschland beliefert worden. Die Lieferlisten sind zu uns gekommen von dieser Firma, von den holländischen Behörden. Deshalb sind die Länderkollegen jetzt gerade dran zu ermitteln, welche Betriebe betroffen sind. Die verdächtigen Lieferungen betreffen die Zeit von Januar 2011 bis Februar 2013. Das heißt, über 27 Monate wurde Fleisch aus den Niederlanden verschickt, von dem man nicht weiß, was es war und woher es kam. Das Fleisch wurde nach ganz Europa geliefert. Ich denke, es wurde größtenteils konsumiert. Aber wir versuchen, die Reste zu finden und rufen sie zurück. Der Fleischskandal weitet sich aus. Europäische Verbraucherschützer machen Druck, sie fordern schärfere Kontrollen. Für uns ist entscheidend, dass der Lebensmittelbereich sehr gründlich kontrolliert wird, dass die Zahl der Überprüfungen erhöht und dass sie vor allem nicht mehr angekündigt werden. Zunächst plant die EU ein neues Gesetz. In Zukunft sollen Verbraucher erfahren, woher das weiterverarbeitete Fleisch in Fertiggerichten stammt. Mehr Kontrollen, mehr Kennzeichnung, das wird nicht reichen, sagen Experten. Denn die meisten Kontrollen betreffen die Hygiene. Gebraucht werde aber ein Lebensmittel-FBI, also Beamte, die europaweite Lieferketten prüfen. Denn bei grenzüberschreitender Kriminalität seien die lokalen Behörden hoffnungslos überfordert. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir beantworten ausführlich die wichtigsten Fragen zum möglichen neuen Fleischskandal. Behörden dürfen auch dann vor verdorbenen Lebensmitteln warnen und die Hersteller nennen, wenn die Ware lediglich für den Verzehr ungeeignet ist. Sie muss nicht gesundheitsgefährdend sein. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Damit scheiterte die Klage eines Wildfleischhändlers gegen das Bayerische Verbraucherschutzministerium. Die Behörde hatte über ekelerregende hygienische Zustände in dem Betrieb berichtet. Zyperns Finanzbedarf ist größer als angenommen. Nach Angaben der Regierung in Nikosia werden statt 17,5 jetzt 23 Milliarden Euro benötigt, um eine Staatspleite abzuwenden. Zypern hatte sich mit den internationalen Geldgebern auf ein Rettungsprogramm verständigt, das Hilfen von 10 Milliarden Euro vorsieht. Den Rest soll das Land selbst aufbringen. Die EU-Finanzminister wollen das Rettungspaket für Zypern morgen in Dublin verabschieden. Von dort zu den jüngsten Entwicklungen jetzt live eine Einschätzung von meinem Kollegen Rolf-Dieter Krause. Eigentlich wollten die Finanzminister hier nicht mehr sehr über Zypern diskutieren und sie werden das vermutlich auch nicht tun, denn dass der Finanzbedarf des Inselstaates jetzt höher beziffert wird, hat überwiegend einen sehr banalen Grund. Die Schätzungen stammten vom vergangenen Herbst. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert. Für die internationalen Geldgeber hat das ohnehin nur begrenzte Bedeutung. Die Hilfen aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus und vom Internationalen Währungsfonds sind auf 10 Milliarden Euro begrenzt. Jeden Mehrbedarf muss die zyprische Regierung selbst erwirtschaften. Das heißt vor allem, dass die Besitzer großer Vermögen bei der Bank of Cyprus noch größeren Verzicht leisten müssen als bisher befürchtet. Auch über den Verkauf von Goldreserven denkt man inzwischen in Nikosia nach. Die Zahlen zeigen aber, wie schwer der Weg zur wirtschaftlichen Gesundung für Zypern wird. Das Reformprogramm, auf das man sich morgen hier in Dublin verständigen will, hat dort viele sehr optimistische Annahmen aufzuweisen. So viele, dass manche sich schon fragen, ob es so überhaupt funktionieren kann. Weiter mit Frau Rakes. Deutschland und Indien wollen ihre Partnerschaft vertiefen. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und Premierminister Singh bei den zweiten gemeinsamen Regierungskonsultationen in Berlin betont. Bei dem Treffen drängten Singh und Merkel auf den schnellen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien. Beide Seiten vereinbarten mehrere Abkommen. So soll unter anderem die Zusammenarbeit im Hochschulwesen, beim Umweltschutz und bei erneuerbaren Energien verstärkt werden. Die G8-Staaten haben Nordkorea vor weiteren Provokationen gewarnt. Bei ihrem Treffen in London verabschiedeten die Außenminister der 7 größten Industrienationen und Russlands eine Erklärung, in der sie ein Ende der Kriegsrhetorik fordern. Außerdem verurteilten sie die atomaren Aufrüstungspläne des Regimes in Pjöngjang aufs Schärfste. Weitere Sanktionen gegen das kommunistische Land sind im Gespräch. Ja,
Freundschaftliche Begrüßung des deutschen Außenministers durch seinen britischen Amtskollegen. Und auch beim Schwerpunktthema der Gespräche war man sich einig, der Verurteilung der Lage in Nordkorea, die sich weiter zuzuspitzen scheint. Die USA erwarten, dass Nordkorea in den nächsten Tagen bislang unerprobte Raketen mit Reichweiten von bis zu 4000 Kilometern testen will. Bei einem Besuch des NATO-Generalsekretärs Rasmussen in Südkorea beriet man heute über Möglichkeiten der Deeskalation. In London gab man derweil am Nachmittag eine gemeinsame Erklärung ab, die in der Sache so klar wie möglich, im Ton aber so verbindlich wie nötig war. Wir werden die Sanktionen verstärken und uns entscheidende Maßnahmen vorbehalten, falls es zu weiteren atomaren Tests kommen sollte. Er sei froh, eine so klare gemeinsame Erklärung mit erreicht zu haben, erklärte der deutsche Außenminister anschließend. Wir können kein Interesse daran haben, dass die gesamte Region destabilisiert wird. Das ist weit mehr als eine Angelegenheit der koreanischen Halbinsel. Es betrifft die gesamte Welt und nicht nur die Region. Die Außenminister haben sich hier heute schwer getan. Einerseits will man Nordkorea nicht weiter unnötig provozieren, andererseits wollte man ein klares Signal der Unterstützung an China senden, das einzige Land, das wirklich Einfluss hat in der Region. Die Erklärung der G8 blieb so seltsam zahnlos. In Pyongyang wird sie wohl wenig Eindruck machen, wenn man von dort überhaupt heute nach London geschaut hat. Das Umweltbundesamt schlägt vor, eine Zahlpflicht für alle Plastiktüten in Deutschland einzuführen. Grund seien die wachsenden Müllmengen, vor allem in den Meeren, hieß es. Bisher werden in Bekleidungsgeschäften, Kaufhäusern und vielen Drogeriemärkten Plastiktüten kostenlos ausgegeben. Auch die EU-Kommission und die Grünen sind für eine Abgabe. Die Grünen fordern 22 Cent pro Tüte. Jeder EU-Bürger nutzt im Schnitt etwa 200 Plastiktüten im Jahr. Die rund 18.000 Mediziner an den landeseigenen Universitätskliniken bekommen künftig mehr Geld. Die Ärztevereinigung Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Er sieht eine rückwirkende Gehaltserhöhung zum 1. März um 2,6% vor. In einem Jahr werden die Gehälter um weitere 2% angehoben. Außerdem sollen Zuschläge neu berechnet werden. Ein weiteres Medienunternehmen in Deutschland verschwindet vom Markt. Die zahlungsunfähige Nachrichtenagentur DAPD hat heute ihren Betrieb eingestellt. Zuvor waren auch Verhandlungsgespräche mit einem möglichen ausländischen Geschäftspartner gescheitert. Zuletzt waren bei der Agentur, die andere Medien mit Nachrichten versorgt, noch 175 feste Mitarbeiter beschäftigt. Kurz vor 17 Uhr, die Redaktion sagt Tschüss. Goodbye, adieu. Es sind die letzten Meldungen der Nachrichtenagentur DAPD. Jetzt ist der Dienst eingestellt. 2010 war das Unternehmen neu gestartet. Aus dem kleinen deutschen Depeschendienst DDP wurden durch Zukäufe die weltweit arbeitende Agentur DAPD. Ende 2012 dann die Insolvenz und ein neuer Investor. Im März wird klar, dass der Dienst nicht mehr zu retten ist. Die Unterstützung im Markt ist verbal vorhanden. Aber wenn sie eben halt in Verträgen einmünden soll, dann wird es sehr schwierig. Ich will sagen, wir haben große Probleme gehabt, unseren Kundenstamm auch zu erhalten. Mit einer aggressiven Expansionsstrategie hat das Unternehmen versucht, sich am Markt zu halten. Doch der Preiskampf zwischen den Agenturen und der Preisdruck durch die Verlage ist offenbar zu groß. Das war eine ganz, ganz hoch motivierte Mannschaft, mit der DAPD angetreten ist. Aber ich glaube, dass auch der deutsche Agenturmarkt, also der Markt für Agenturen in Deutschland, schon so eng umstritten war. Und wir haben auch internationale Agenturen, AFP, Reuters, die hier auf dem deutschen Markt sind. Es war einfach nicht genügend Platz. Bis zuletzt hatten die Mitarbeiter auf eine andere Lösung gehofft. Eine russische Nachrichtenagentur hatte Interesse bekundet, DAPD zu übernehmen. Doch auch diese Gespräche sind gescheitert. In Deutschland sind zum ersten Mal Wisente ausgewildert worden. Bei Bad Berleburg im Rothaargebirge wurde heute der Zaun eines Geheges geöffnet, in dem die Tiere auf ihre Freiheit vorbereitet worden waren. Zunächst 8 Wildrinder können sich in einem Areal von 30 Quadratkilometern bewegen. Wisente sind mit fast 1,90 Meter Schulterhöhe und 3 Metern Länge die größten Landsäugetiere Europas. Die scheuen Pflanzenfresser, Verwandte des Bisons, waren lange Zeit vom Aussterben bedroht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. April.
Morgen bleiben wir noch unter Tiefdruckeinfluss. Im Verlauf des Wochenendes verlagert sich aber von Südwesten ein Hoch zu uns, sodass es ab Sonntag zunehmend freundlich und deutlich wärmer wird. In der Nacht breiten sich vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten zum Teil kräftige Regenfälle aus. Im Norden regnet es nur hier und da etwas. Auch morgen von der Mitte bis in den Osten zunächst noch gebietsweise Regen. Später wird es allgemein wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Auch einzelne Gewitter sind dabei. Der Wind weht mäßig bis frisch, auf den Bergen, bei Schauern und am Nachmittag im Westen mit stürmischen Böen. In der Nacht Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen bei Seewind an den Küsten 7 bis 9, sonst Höchstwerte bis zu 17 Grad am Oberrhein. Am Samstag bleibt es noch wechselhaft mit Schauern. Im Süden und Westen zeigt sich die Sonne aber schon häufiger. Sonntag im Nordwesten stark bewölkt, hier kann es etwas nieseln. Sonst ist es oft freundlich und meist trocken. Am Montag viel Sonne, erst am Nachmittag und Abend im Westen Schauer oder Gewitter. Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Betrug mit Fleisch, die verunsichern Verbraucher und Endlager mehr, der vergessene Atommüll im Ärmelkanal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.